männlich auf einmal. Ich müsste da jetzt verdammt nochmal den Martin wiederfinden. Hey, also ich sehe von meiner Position aus so einen roten Turm, also einen ganz hohen Turm mit einer roten Spitze. So ein Industrie-Schornstein. Roten Bis. Turm? Tja, ich würde sagen, jeder sucht mal erstmal eine Straße und dann braucht man ein Straßenschild. Hängst du immer noch auf irgendeinem Kran oben drauf? Ja, Woody, ich gehe jetzt mal zu diesen Kirchtürmen hin. Ja, genau. Ich sehe eine, also ich bin an der Straße und ich sehe auch die, eine Stadt hinten, ganz weit hinter der Straße. Ah, und ich sehe hier Schienen, Martin. Gegenüber von dem Hafen, wenn man rausgeht. Ja. Ich bin auch an den Gleisen. Das heißt, da ist auch ein Schild. Da ist ein Schild. Bist du an den Schienen, Woody? Ja, ich stehe da vor dem Bahnhofsgebäude und versuche die Stadt zu ermitteln. Ja, warte, dann komme ich da hin. So, wahrscheinlich heißt das Bahnhof und ich suche jetzt hier ganz verzweifelt, wie der Ort heißt. Hä, hey, aber bist du dann schon so weit in die Richtung vorgelaufen? Hey, sprecht ihr von dem gelben Kran? Nee. Ich sehe ja einen richtigen gelben Baukran, so normal. Ah, nee, da bist du, glaube ich, woanders, Silvio. Es gibt so eine Stadt, wo man in der Nähe von solchen komischen gelben Kränen spawnt. Also ich stehe jetzt hier an so einem Bahnhofsgebäude, Martin. So ein, wo ist die Stadt? Ein rotes und irgendwie ein Schild steht da, aber ich weiß nicht, was das... Find die nicht auf der Map. Kann doch kein Zufall sein, dass wir hier beide die gleichen Dinge sehen. Ein rotes Bahnhofsgebäude. Ja, so ein Backsteingebäude mit einem weißen Schild vorne dran. Ja, aber dann bist du nicht mehr am Wasser, oder? Nein, nein, gar nicht. Bin aus dem Hafen rausgelaufen. Ja, okay, dann lauf ich da einmal die Gleise entlang. Einfach Richtung dieser Kirchdinge. Aber nicht, dass du aus der Stadt rausläufst. Na, ich glaube, ich weiß, wo du ungefähr bist. Also ich sehe jetzt hier auch ein rotes Backsteingebäude. Ja, ich glaube, ich sehe dich, Rudi. Ich sehe dich aber nicht. Wah, dann ist dieser Zombie. Komm her. Zack. Hast du schon eine Waffe gefunden? Nö. Ich hau nur. Wah, zwei Zombies. Das ist schwierig im Faustkampf. Ey, ich hab was zu essen gefunden. Kannst bloß nicht aufmachen. Ey, hier ist ein Schilder. Oh nein, ein Zombie. Guck trotzdem schnell auf das Schild. Bepenho, kannst du mal... Ja, das steht bei mir genau das gleiche drauf. Das heißt wahrscheinlich Bahnhof. Oder sowas. So, jetzt habe ich einen Zombie an der Backe, scheiße. Hey, da sind andere Spieler. Ja, sag mal, hallo, du hast doch nichts zu befürchten. Ja, da haben vier Zombies. Der muss mir jetzt erstmal helfen hier, glaube ich. Der würde was husten, wenn du mit Zombies im Schlepptau bist. Hast du jetzt den Hafen verlassen oder bist du immer noch auf dem Gelände? Ich bin immer noch auf dem Gelände. Geh doch halt mal Richtung der Kirchturm, anstatt auf dem Hafen rumzulungern. Der ist voller Zombies. Ja. Wie kann man die denn am besten abschütteln? Also, Woody, ich laufe jetzt zu dem Bahnhofsgebäude. Liegt das direkt vor dir oder ist das rechts oder links von dir? Ja, ich komme jetzt von den Gleisen und jetzt ist es rechts von mir. What? Boah, jetzt habe ich mich hier... Ja, nicht, dass es mehrere gibt. Ich sehe hier ehrlich gesagt keine Menschenseele. Och nö. Habe ich mich so gut versteckt und dann kommt der Zombie trotzdem noch. Soll ich denn jetzt hinrennen? Mögen die vielleicht Wasser nicht oder so, wenn man ins Wasser geht? Das weiß ich nicht. So, ja, hier ist noch ein Schild. Ja. Einbahnstraße. Ich befürchte, Martin, wir sind vielleicht doch in unterschiedlichen Orten. Ja, ich glaube, dass ich mich jetzt hier eh mal umbringen kann, weil wir dann uns alle Zombies auf dem Pferd. Wollen wir uns alle gleichzeitig umbringen lassen? Da haben wir vielleicht noch mal, können wir uns vielleicht treffen. Also ich laufe jetzt mal zu den drei goldenen Kirchen. Ja, bitte, weil ich habe ja auch eine Kirche. Also das gibt's in vielen Orten. Ah, hier ist ein Schild. Ah, endlich weiß ich, welcher Ort das ist wahrscheinlich. Hey, ich sehe, glaube ich, auch einen goldenen Kirchturm. Aber ich bin hier voll beim Industriegelände irgendwie. Rechts geht nach Xexum. Ganz kurz.
Nach was? Das sind nur vier Buchstaben. Ah, jetzt. Ah, ich bin an der Ostküste. Hä? Wie hat er das gemacht? Er hat mich jetzt im Weglaufen getroffen und ich blute. Na, das war's sowieso gleich. Dein Hemd zerreißt. Hey, noch ein Zombie. Ich lass mich jetzt fressen. Oh, hier sind noch zwei Zombies. Hallo. Please eat me. Bist du jetzt bei den Kirchtürmen, Martin? Ja, ich versuch grad dahin zu laufen. Ich auch. Ich renne wie ein Irrer hin. Ich bin jetzt vor der Kirche. Hier sind lauter Ortsschilder. Ich hab's noch nicht entziffert, genau wo es ist. Also, ich bin jetzt in der Kirche. Warte, ich komm da jetzt auch hin. Zombies werden mir aber nicht in die Kirche verfolgen. Da steht ein Zombie vor der Kirche. Das ist vielleicht der Martin. Nein, das ist nicht der Martin. Wo ist denn der Eingang von der Kirche? Die sind auch schneller geworden, die Zombies. Die haben mich sonst dann nicht beim Laufen, beim Wegrennen erwischen können. Hm, die Kirche, wie kommt man denn da rein, Martin? Kommt dann haben wir einen unterschiedlichen Kirchen. Bei mir ist die einfach offen. Ach, ich bin in irgendeinem Ding, wo immer in einer großen Stadt, wo immer viel los ist, wie man spawnt. Oh Gott. Diese Hochhäuser und alles. Hey, ich bin ja auch bei einer Kirche. Dann sind wir in den falschen Ort. In anderen Orten, meine ich. Also die Frage, müsste man mal rausfinden, ob wir vielleicht in benachbarten Orten sind oder so. Ich werde hier nicht los, aus dem verblute ich hier langsam. Ey, noch ein Zombie. Hallo. Also ich habe hier so wie Neubauten sind das hier so. So Hochhäuser, fünfstöckige. Scheiße, da ist ein Spieler in dem Gebäude, wo ich rein bin. Oh oh. Ha! Ich hab einen Zombie umgehauen mit meinen bloßen Händen. Wie lange kann man denn bluten eigentlich? Also wir sind wohl scheinbar nicht im selben Ding, oder? Weil wenn ich aus der Kirche rausgehe, dann sehe ich so ein Militärdenkmal. Ne, ich glaube, das ist ein unterschiedlicher Ort, oder? Das ist ein ziemlich großer Ort hier. Kann sein, dass wir am anderen Ende sind, einfach nur. Ich schau jetzt mal hier rein. Ich kann jetzt leider immer nur weiter rennen, weil ich von Zombies verfolgt werde. Der Penho, achso, das heißt Bahnhof. Also, ich weiß nicht, es steht bei mir genau das gleiche dran, Silvio. Das warte mal, hier ist ein größeres Schild. Kann ich wenigstens sehen, wo ich sterbe. Ich hab Durst und Penho und Xenim, 2 Kilometer nach rechts. Hey, ich hab das nur ein Zombie an der Backe. Was? Hä, dann bist du im gleichen Ort wie ich? Das ist das gleiche Schild. Ja, das so kann sein, aber so ein glaube ich nicht mehr lange. So ein Vier-Buchstaben-Ort, oder? Mit 2 Kilometern. Naja, genau. Ich hab gerade ein Schild, größeres Schild gemacht, war bei Penho geradeaus und Xenim. Ja, genau. Hä, das sind die im gleichen Ort. Wo bist du denn? Müsste ich doch jetzt irgendwann mal sehen. Ich bring noch ein paar Zombies mit. Ich hoffe, dass ich meinen irgendwann mal abgeschüttelt habe. Es gibt hier natürlich. Es kann ja natürlich mehrere Schilder geben. Ja, ich bin glaube ich am Ortseingang jetzt. Also hier sind keine Häuser mehr in die Richtung. Ich sehe da jemanden laufen. Blutender verfolgt von einem Zombie. Ich bin jetzt auf den Gleisen, laufe ich gerade rum. Ja. Über dem Bahnsteig. Ja, das bist du. Bist du das? Ja. Okay. Hier ist noch ein mit dem Zombie. Hier ist noch ein anderer Spieler in der Nähe. Da hinten ist ein Zombie. Hinter dir. Können wir den nicht irgendwie abschütteln? Blute aber schon seit 10 Minuten oder so. Also. Hast du ein T-Shirt oder so schon gefunden? Dein eigenes kannst du reißen. Wir müssen aber halt von dem Zombie weg. Ich kann dich nicht verarzten, während der uns hinter uns herläuft. Naja, dann müssen wir mal versuchen. Aber immer wenn ich wegrenne, stoße ich auf einen neuen Zombie. Gehen wir mal hier links hinter die Mauer. Bleib mal stehen, ich glaube, hier ist nicht schlecht. Ja, hier einmal um die Mauer noch rum. Wo bist du? Ja, der Zombie sieht uns. Achtung, der Zombie! Hinter dir! Aua! Genau. Den wirst du nicht los. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hey, ich habe eine Map gefunden. Die müsste mir doch sagen, wo ich bin, oder? Na, nur wenn das die Map von dem Gebiet ist, wo du bist. Also ich glaube, der Hafen, wo ich bin, ist Svetojarsk. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Kann das sein? Hoffentlich finden wir uns dann wieder. Ich renn grad zickzack. Wo bist du denn eigentlich? Bist du zwischen zwei Gebäude gerannt? Ich bin jetzt einmal... Ich habe versucht, den Zombie auszutricksen, aber ich glaube, der merkt das auch, wenn ich...
Ich sehe also auf der Karte habe ich zwei Orte, Svetojask, da bin ich jetzt gerade, und Krasnostav. Silvio, ich habe dich verloren, aber der Zombie ist nicht mehr bei mir. Ja, bei mir auch nicht. Ja, wir finden uns schon wieder, soweit war es ja nicht. Aber ich kann mein T-Shirt gar nicht zerreißen, ich krieg's nicht hin. Ja, das rechte kann ich doch nicht machen. Muss es, glaube ich, rausziehen und dann kannst du erst zerreißen. Also ausziehen. Wie mache ich das? Das siehst du, ja in dem obersten Slot ist. Achso, okay. Tier, okay. Use. Leider keine Ahnung, wo du wirklich bist. Ah, ja. Oh, okay. Ja, wir können uns zur Not wieder an dem Bahngleis treffen, wo wir uns verloren haben. Also ich bin eigentlich an der Mauer, wo dich der Zombie angefallen hat, auf der anderen Seite gerade. Achso, okay. Hinter. Ich gehe mal wieder auf die Straße. Ja, pass auf, irgendwo läuft da ein anderer Spieler rum, ne? Ja. Und der hat mit der Axt gegen Zombies gekämpft. Der hat wahrscheinlich, der hat zwar schon eine Waffe gefunden gehabt, aber ich glaube, er hat keine Munition dafür. Wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt in so eine Halle reingegangen, hab mir einen Baseballschläger geschnappt. Ich hab noch gar nichts. Aber bist du jetzt Richtung Wasser? Oder? Ne, warte mal, du wolltest doch zurück zu den Schienen, oder? Ich glaube, es schießt einer. Aber dann hat er doch eine Waffe. Also ich bin jetzt auf der Straße, wo dich der Zombie angefallen hat. Genau, ja, an der Stelle würde ich sagen. Ich versuch da hinzukommen. Natürlich ziemlich offen hier, wo ich gerade stehe. Das ist doch übelst hier, was ist denn hier los? Bestimmt 10 Minuten geblutet, aber irgendwie so schlimm ist es gar nicht. So, also rechts von mir ist jetzt wieder dieses komische Bahnhofsgebäude schon wieder. Ne, aber. Komm doch mal zur Straße. Oh nein, nein, der Zombie ist wieder da. Ich habe ihn gesehen gerade, weil ich laufen habe. Ich habe einen Schläger, ich hau ihm ein paar auf die Mütze. Okay, dann renne ich mal kurz im Kreis. Wenn bleib aber siehst, auf der Straße, oder? Da ist er. Ah, da bist du. Ich komme mal zu dir. Oder ich bleib auf der Straße. Achtung, jetzt hat er es auf dich abgesehen. Oh, oh. Die, stupid Zombie. Er lebt noch. Das ist ja schon wieder so ein Military. Ja. Der hält eine Menge aus. Aber er trifft mich nicht, den Noob. Ich bezweifle auch, dass ich den mit dem Baseballschläger jemals tot kriege. Und Walking Dead klappt das auch immer, die hauen den immer auf den Schädel, ja, und dann genau, macht's Spratz und sie sind kaputt. Schädel einschlagen. Aber es hat er mich erwischt. Ah, jetzt. Die! Okay. Aber du blutest nicht, oder? Nee. Ja. Gut, dann können wir ja mal schnell ein paar Häuser gucken, damit ich mich auch noch wenigstens eine Waffe in die Hand kriege. Ja, und dann müssen wir mal bestimmen, wo wir sind, weil vielleicht sind wir ja nicht so weit weg von Martin. Ja, warte mal, ich gehe mal kurz in die Hocke und guck mal auf die Map. Irgendwas mit X. Weißt du, willst du nicht lieber hier nochmal in den Busch reiten? Okay. Wo ist denn hier im Busch? Hinter dir, da. Ich hab Hunger. Sagt er. Ich auch. Ich bin total am Arsch. Irgendwas mit Xing oder so. Xing. 2 Kilometer. Das heißt. Martin, wie hieß der Ort, wo du bist? Xenos sehe ich hier. Moment, ich schau noch mal auf der Karte. Also da steht Map of Chernarus. North Chernarus. Ja, aber siehst du dich denn da auf der Karte? Wenn ich jetzt 2 drücke. Nö. Aber ich sehe den Hafen, wo ich davor war. Und der heißt Svetojarus. Ah, das ist gar nicht so weit von uns. Ich glaube, wir sind hier in der Nähe von Kelm, Silvio. Wo ist denn das? Ostküste. Nee, sehe ich gar nicht. Hör, Kelm, sehe ich doch aber auch nirgends. Ja, Svetojask ist nördlich von Kelm. Wenn wir jetzt einmal immer an der Küste lang laufen, kommen wir noch Svetjolask. Ah, doch, Kelm, genau. Wo? Im Norden von der Ostküste, oder? Ja.
bisschen. Ja, doch eher nördlich. Ah, da ist auch noch mehr eher viel. Also gibt's Willow Lake, Berenzino ist südlich. Ich glaub, kann sein, dass wir in Berenzino sind. Das Berenzino sehe ich, ja. Ich glaube, wir sind in, also wir sind da nördlich von Berenzino, da wo die ganzen Hafenanlagen sind. Kann das sein, dass auf dem Schild da Xen stand? Ja, genau. Also Kelm meinte. Genau. Wenn wir jetzt hier an der die Küste rechts von uns lassen und weiterlaufen, müssen wir auf den Martin treffen. Allerdings, also, ich brauche irgendwie... Du bist ja auch eine Stadt, oder Martin? Auch Loot. Ja, ja. Ja, ja, aber der kommt doch gar nicht mehr. Stopp dabei. Doch, der Svetlojas, noch weiter nördlich, ganz oben. Okay, das habe ich nicht auf meiner Map anscheinend. Aber wollen wir nicht mal schnell hier ein Gebäude, dass ich wegen so einer Achse oder irgendwie... Ja, wir können schon mal reinschauen, aber wie gesagt, da oben in dem Turm war vorhin ein Spieler. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Und durstig und... Silber, hier war halt ein Spieler, der schon ziemlich viel gelootet hat. Warst du in der großen Halle, wo wir gerade lang sind? Ja, da waren noch Klamotten. Ich bin auch hungrig. Ich habe zwar Essen dabei, aber ich kann es nicht aufmachen. Haha. Ja, wollen wir mal schnell in den Bahnhof vielleicht. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Beziehungsweise, da war ich auch schon looten. Sollen wir da in dieses Haus da reingehen, das B-Schiff vor dir. Ich komme hier nicht hoch. Martin könnte sich aber nach Süden durcharbeiten. Ja, Moment, ich loot auch gerade ein bisschen in der Stadt und da schaut es eigentlich ganz gut aus. Ne? Warst du in dem Braunen hier schon? Das ist das Bahnhofsgebäude, ich glaube, da habe ich kurz reingeguckt. Also, da gehen wir mal in das gucken. Da habe ich, glaube ich, meinen Helm her. Something to eat, Plix. Hey, hier liegt ein Helm und ein Rotten Green Bell Pepper. Für Notfall stecke ich es mal ein. Ich esse es nicht. Rotten Apple. Das ist ein Bell Pepper. Keine Ahnung. Was ist denn eine Matchbox? Streichholzschachtel. Die schadet ja nicht, oder? Matchbox. Das bin ich. Wer ist das mit dem Helm? Ich. Ich jetzt beinahe dich geschlagen mit dem Baseballschläger. Naja, er hätte ja einen Helm. Genau. Achso, hast du das? Ich freue mich zum Mart halt. Ja. Ich bin übrigens gerade mit einer Mistgabel bewaffnet. Ja, immerhin. My stomach grumbles, sagt er. I feel thirsty. Ich kann nicht mehr sprinten. Wie habt ihr das immer hingekriegt? Doppel Rechtsklick. Achso, das Ding. Ah ja, stimmt. Okay. Rechtsklick. Können wir mal schnell hier. Ach, das ist wirklich alles schon gelootet. Das ja. Auto ist auch schon alle aufgebrochen. Genau, das ist gelootet. Und da war der Typ drin. Der hat da jetzt auch eine. Der hat da so einen Sniper Rifle. Hat da mal rausgeheizt. Der Blockhütte hier drüben. Sag mal, Woody, was ist besser? Harke oder ein Ding? Oder eine Mistgabel? Ich glaube, eine Mistgabel klingt irgendwie gefährlicher, oder? Nö. Da ist ein Zombie. Silvio, raus. Okay, dann sprinten wir mal. Wo ist er? In Richtung. Oder willst du ihn umbringen? Mach ihn fertig. Sieht geil aus mit dem Bauarbeiterhelm mit Baseballschläger die ganze Zeit. Ist das bei euch, der Zombie? Ja, ja, wir haben einen Zombie. Unser kannst du aber nicht hören. Geht's mal, geht der mal drauf, ey, das gibt's doch nicht. Oh, da kommt er. So, jetzt komm her. Ja, so ein bisschen. Hey, für mich sieht das aus, als ob du die ganze Zeit in die falsche Richtung schlägst. Ja, ich höre es ja, das Feedback, und ich sehe auch die Blutspritzer, ich erwisch den schon. Ich sehe es auch, aber ich glaube, ich raus. Ob er in gegensätzliche Richtung guckt. Aber jetzt hat er mich erwischt. Blut. Geh drauf, du Arsch! Rotes Symbol. Jetzt hab ich Leck, ja. Aua. Es gibt's doch nicht. Typ die! Das ist schlimmer als der Military-Zombie. Jetzt. Ah, er scheint tot zu sein. Kann ich meine Fäuste wieder runternehmen? Ich war auf alles gefallen. Ja, super hier. Das
ist denn das? Also wenn wir da an der Küste lang gehen, da gibt es noch mal ein bisschen was zu looten. Also wahrscheinlich finden wir da schon was zu essen, wenn wir uns Hallo. Staub machen. Ich habe Munition gefunden. Toll, oder? Gut, Silvio. Hallo, Martin. Wie zwackt man in der Richtung? 6. F6. Ja, da liegt was zu essen. Na, das ist mein Rotten-Dings. Oder so was kann man das essen im Notfall. Wir gehen jetzt einfach an der Küste lang Richtung Martin, da gibt's auch noch ein paar Gebäude. Ich hab schon gehört. Ihr habt doch gerade seinen Kumpel, einen Typen gesehen. Mit einer Ding. Und ihr habt ihn auch gehört? Nee. War ganz nah an Schuss. Scheiße, was ist das denn für ein Haus hier? Total klein. Geht's hier überhaupt lang? Hier geht's rein. Noob-Haus. Der Martin schließt da neue Freundschaft. Warum werden wir nicht... ich hätte ihn fast von hinten die Mistgabel über den Kopf gezogen, wenn ich meinte, es war ein Zombie. Warum werden wir immer beschossen, ey? Wir sollten hier, glaube ich, weg. Na, dann gehen wir Richtung Norden. Können wir ein bisschen am Wald lang. Schon wieder ein Schuss. Ja, ich habe ja noch keinen gehört. Berühmte letzte Worte sind das eigentlich, oder? Huch, sorry. Wir laufen gerade uns gegenseitig im Weg rum, du. Da unten. Guck mal, da unten. Rechts unten. Ja? 3 Uhr. Ist das der Martin mit dem Zombie? Ist auf jeden Fall ein Spieler. Du bist aber nicht in unsere Richtung gelaufen, Martin, oder? Hä? Nö. Da ist ein Spieler, der wegrennt von einem Zombie. Der hat aber auch kein Equipment, oder? Ach, der hat einen Rucksack, oder? Wah! Um Gottes Willen. Der hat eine Waffe und einen Rucksack, Silvio. Meinst du, wir können uns den schnappen? Ich hab das Feuer, wir können es probieren. Also. Zu verlieren haben wir ja nichts. Aber ich weiß nicht so richtig. Oh! Jetzt habe ich auch wieder einen Schuss gehört. Ja, noch einen. Mehrere Schüsse. Ich glaube, der hat einen Zombie erschossen, kann das sein? Ja, nicht, dass er uns als nächstes. Ja, sollten wir vielleicht weiterlaufen. Ich bin gespannt, wie lange wir durchhalten, ohne was zu essen. Schon wieder ein Schuss. Noch einen. Also, man verhungert nicht so schnell. Im Spiel. Ja, scheiße, wo müssen wir denn jetzt lang? An den Bahnschienen oder was? Naja, also. Genau. Also rechts von uns ist das Wasser. Ja, an den Schienen lang. Vielleicht können wir in die Halle nochmal gucken. Ja, genau, da können wir reingucken auf jeden Fall. Oder da irgendwie reingehen. Oder hier in das Gebäude schon mal. Ja, sag mal, diese. Ich schaff's einfach nicht, die umzuhauen. Zombie oder? Ja. Oh, hier liegt ein bisschen was. Hier in der Halle ist auch was, aber ich glaube nichts zu essen. Schraubenzieher und ein Feuerlöcher. Ach, Schraubenzieher musst du mitnehmen, das ist gut zum... Damit kann man meine Dose aufmachen, da können wir uns was teilen zu essen jetzt. Ja, leider, dann hau ich die Munition weg und die Batterie, die brauchst du eben. Ja, braucht keiner. Ja, ich habe die Batterie in die Taschenlampe getan, das ging anscheinend. Gut, dann habe ich jetzt einen Schraubenzieher dabei. Und das gelbe Leck-Symbol. Also ich bin in dieser Halle drin, ne? Okay. Wo geht es da rein? Kiwi habe ich gefunden. Durch das große Tor. Das blaue. Ja, Himmel, nochmal. Ja, ich komme jetzt auch rein. Ich schaff's nicht, die abzuschütteln. Ah, da bist du. Hast du ja schon alles abgesucht? Ja, ey. Ich werf mal den Schraubenzieher im Boden. Ja, ich kann ein bisschen mehr tragen durch die Weste und so. Mal gucken, ob ich damit die Dose aufkrieg. Ja, krieg ich auf. Wie viel haben wir noch drin? 66%, oh Gott. Naja, kleinen Hub. Gebe ich dir dann den Rest. Ich habe noch eine Kiwi, die ich essen kann. Was, eine heile Kiwi? Ja. Gut. Da. Gut, danke. Martin, wir sollten uns so auf halbem Weg mal treffen, weil dann können wir immer noch gemeinsam in deine Stadt gehen. Ich bin immer noch im Kampf mit dem Zombie. Kannst ja wieder. Ich bin schon mal in unsere Richtung. Ich bin immer noch hungry, aber gut, weiter geht's. Ja. Also einfach hier entgleisen.
Ich hab die jetzt bestimmt schon 100 Mal mit dem Mistgabel drauf, aber... Okay, anscheinend macht der nicht so viel Schaden. Dürfen halt das Meer nicht aus den Augen verlieren, ne? Ja, der... Gleise... Obwohl, die Gleise hören laut Map irgendwann auf, jetzt... Aber wir haben doch das Meer immer im Blick jetzt recht. Ja. Wir hören's ja auch noch. Obwohl, erfahrungsgemäß hier an den Gleisen machen wir gerne die Zombies so umschlagen. Na, endlich! Und, ist da was drin? Ne. So, wir haben jetzt so einen Zaun hier rechts, nicht, dass man da nicht mehr durch kann. Oh. Schon Ende. Ich blute. Dein T-Shirt. Reiß dein T-Shirt aus. Ich hab kein T-Shirt, ich hab ne Jacke an. Hä? Hey, da ist trotzdem ein T-Shirt drunter. Nö. Ah, dann hast du die Jacke. Ist dein T-Shirt weggeschmissen, das war ein Fehler, weil du musst es zerreißen und mitnehmen. Mhm. Ich glaub doch. Da ist das Schiffswrack, von dem der Martin mal gesprochen hat, glaube ich. Ja, genau. Da gibt's aber Loot drin, glaube ich. Allerdings ist das eine Todesfalle wegen der Glitcherei. Ich verblut hier langsam, glaube ich. Da musst du irgendwas zerreißen, deine Jacke oder irgendwas. Aber ich, Martin, ich kann dich beruhigen. Ich habe 10 Minuten geblutet oder noch länger. Wenn wir uns treffen können in der Zeit, dann kann ich dir ein T-Shirt geben oder einen Streifen. Also ich bin immer noch in dem Ort. Welcher? Achso. Oh ja. Das ist nördlich von Kelm noch. Svet. Ja, ganz nördlich oben ist es. Der nördlichste, nordwestlichste Punkt irgendwie. Über dem Airstripe. Ja. Rechts. Ganz nordwestlich oben. Genau, der allernördlichste. Okay, da steht bei mir Olscha dran. Olscha. Na, oh. Das ist davor. Das ist vor dem Ort, wo der Martin ist. Na toll. Ich bin gerade ohnmächtig geworden. Na, okay, dann werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, dann mache ich einen Respawn, oder? Ich habe ja auch noch kein Equipment. Dann warten wir mal, wo der Martin rauskommt, oder? Naja, aber... Ja gut, okay, wenn er wieder im Norden rauskommt... Naja, stell mir vor, er kommt da raus, wo wir jetzt gerade waren, dann kommen wir gleich wieder zurück. Ja. Aber hier rumstehen, wenn wir nichts zu futtern haben, ist ein bisschen... Irgendwas sinnvoll... Na, dann können wir wieder zurück in die Stadt gehen, oder wir rennen halt doch weiter. Wenn da noch eine... Oder wir gehen nach Kelm. Das muss ja irgendwie... Ich glaube, das ist aber schon vorbei, oder? In Kelm? Ich weiß nicht, laut meiner Map hören die Gleise irgendwann auf. Naja, guck mal. Ja, aber hier gibt's nichts mehr. Nur noch das Schiffswrack. Und jetzt sind wir schon an Kelm vorbei. Kelm war, glaube ich, da hinten irgendwo. Da gab's so einen Weg nach oben hier. Muss ja irgendwie nach rechts führen. Ja, können wir auch machen. Dann gehen wir erstmal wieder in die andere Richtung. Ist ja wahrscheinlicher, dass der Martin irgendwo. So, jetzt bin ich mitten. Jetzt bin ich an der Küste und sehe nur Wald um mich rum. Na toll. Das kann. Naja, schau mal in der Entfernung. Richtig. Genau, geh erstmal gerade, ob du deine Straße und Gleise findest. Das ist wahrscheinlich Berenzino, da wo wir gerade auch waren in der Nähe. Warte mal, wenn ich auf die andere Seite sehe, sehe ich einen Schiffswrack, aber kein so großes. Hm, das könnte aber auch die Südküste sein. Und so eine Art Insel oder was das ist? Oh Gott, ich lauf mal da erst auf ein Ding. Ja, ich glaube, du bist viel weiter südlich. Müssen wir wieder in die Todesfalle hier, wo sie rumgeschossen. Ich sehe einen Leuchtturm. Gott, da war ich ja noch nie. Hä? Ach, das war das vielleicht da, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, da bin ich an einem Leuchtturm vorbeigekommen. Mhm. Das ist war aber wirklich im Süden. Ja, das ist ziemlich weit im Süden. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, Richtung Norden. Immer ein Wasser. Das Wasser auf der rechten Seite, genau, und immer die Straße nach. In der Stadt wissen wir aber, dass hier Spieler mit Waffen sind. Ja, wir gucken jetzt, ob wir eine Straße nach rechts finden, Silvio, und dann nach links können, nach Kelm, oder wie das heißt. Ja, theoretisch können wir auch hier schon ein bisschen durch den Wald, so schräg durch. Sollen wir? Ja, würde ich mal vorschlagen. Weil ungefähr... Naja. Na, Spieler, das war noch ein bisschen weit weg. Oh, ich sehe hier noch gar nichts. Müsste doch schon irgendwie der Weg zu sehen sein, langsamer. Ja, also ich gehe jetzt quasi die... Das Wasser zur rechten Seite immer noch Norden. Genau. Kann eigentlich nicht schief gehen. Also über uns. Genau, da kommst du. Also du kommst da garantiert irgendwann mal einem Schild vorbei, wo man dann also besser sagen kann, wo du bist. Ja, achso. Ja, hast du denn eine Straße und Gleise gefunden? Ja, ich? Ja. Nö. Ich laufe jetzt an der natürlichen Küste entlang, Wes.